Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin Daniel und heute geht es darum, mit einem solchen Lichtzelt professionelle Produktaufnahmen von zu Hause aus zu machen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich jetzt schon mal sehr über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Und falls ihr plant, euch ein solches Lichtzelt sowieso zuzulegen, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das über den Produktlink unten in meiner Videobeschreibung bestellen würdet. Dann bekomme ich eine kleine Provision von Amazon, ohne dass sich für euch am Preis irgendwas ändert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. So ein Lichtzelt ermöglicht es euch, von zu Hause aus mit wenigen Mitteln ganz einfach relativ professionell aussehende Produktfotos zu machen. Aufgebaut wird das Ganze wirklich sehr einfach und schnell. Das ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Ich habe vielleicht 2 Minuten mit Auspacken gebraucht. Also ist wirklich keine große Sache. Mitgeliefert werden neben dem weißen Hintergrund hier noch 4 weitere. Grau, schwarz, blau und so ein orangefarbener Ton. Und beleuchtet wird das Ganze von 2 LED-Leisten. Dadurch, dass das ein Würfel ist, können die 2 LED-Leisten, die werden so dran gesteckt, an so ziemlich jede Position anbringen. In meinem Fall habe ich jetzt beide oben angebracht und mit einem Diffusertuch, das auch beiliegt, abgedeckt, dass das Licht nochmal ein bisschen weicher und softer macht. Die verschiedenen Hintergründe, die werden eingelegt und vielleicht könnt ihr sehen, hinten sind 2 Klammern, die dann den Hintergrund festhalten und verhindern, dass der eben vorne rausrutscht. Zudem könnt ihr vorne die Klappe runterklappen und da ist dann ein Loch drin, wo ihr durchfotografieren könnt und oben ist auch nochmal eine Öffnung, falls ihr mal von oben irgendwie Wasser oder so fotografieren wollt, könnt ihr das eben auch von oben machen. In meinem Fall hatte ich jetzt aber vorne immer das Zelt ganz offen und einfach durchfotografiert. Das war jetzt bei mir bisher immer am einfachsten und ich habe jetzt keinen Grund gesehen, warum ich das vorne zumachen sollte. Es hat so auch alles wunderbar funktioniert. Also für mein Setup hier habe ich jetzt die beiden LED-Leisten oben quer eingehängt und eben wie schon gesagt mit diesem Diffusortuch abgedeckt, damit das Licht nochmal weicher wird. Zum Fotografieren nehme ich meine Systemkamera, ihr könnt auch irgendeine Spiegelreflexkamera oder so nehmen. Und ich würde euch empfehlen, eine relativ lange Brennweite nehmen, also irgendwas so im Telebereich. Ich habe das Ganze jetzt hier mit einer auf Vollformat 120 mm langen Brennweite gemacht, was ganz einfach den Vorteil hat, dass ihr links und rechts die Seitenwände nicht seht. Jetzt wenn ihr recht weitwinklig das Bild aufnehmt, dann müsst ihr näher rangehen, habt aber eben durch den weiten Aufnahmewinkel auch sehr schnell links und rechts die Seitenwände mit droben und das sieht später einfach nicht schön aus. Deswegen würde ich euch empfehlen, da auf eine bisschen längere Brennweite, vielleicht so um die 100 mm zurückzugreifen. Ja, und damit ihr die Einstellungen hier, die ich an meiner Kamera vornehme, auch sehen könnt, habe ich jetzt meine Kamera schon mal mit der Panasonic App verbunden und lasse eben die App aufzeichnen und so könnt ihr eben auch sehen, was ich hier an der Kamera einstelle. Das heißt, ich werde meine Kamera jetzt von meinem Handy aus bedienen. Wir fangen gleich mal mit dem weißen Hintergrund an, weil ich der Meinung bin, dass das der sinnvollste und auch wichtigste und wahrscheinlich auch am meisten genutzte Hintergrund sein wird. Dafür drehe ich jetzt erstmal die Helligkeit auf Maximum auf. Das ist allgemein so eine Sache, ich würde die eigentlich immer einfach auf Maximum lassen. Licht schadet in der Fotografie eigentlich nie. Jetzt ist hier mein Bild viel zu hell. Ich habe jetzt hier so ein Zebramuster anzeigen lassen, das kann man in der Kamera einstellen, wo das Bild tendenziell dazu neigt, überzubelichten. Aber beim weißen Hintergrund ist gar nicht so schlimm, da wollen wir im Prinzip auch, dass es überbelichtet. Also wir wollen nicht, dass es komplett ausbrennt, aber schon, dass es überbelichtet ist. Allerdings habe ich jetzt hier meine Blende noch auf 2,8 und in der Produktfotografie möchte man eigentlich meistens so ziemlich alles scharf haben und das Bild auch so scharf wie möglich haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal bei der Blende auf F8. So, jetzt ist das Bild viel zu dunkel für unseren weißen Hintergrund. Also der Hintergrund ist zwar relativ weiß, es ist grau, aber unser Produkt ist viel zu dunkel. Beim Foto auf dem Stativ ist die Belichtungszeit ja eigentlich ziemlich egal. Das heißt, da können wir eigentlich schon ziemlich weit eine ziemlich lange Verschlusszeit wählen. Ich taste mich da jetzt einfach ein bisschen ran. Die Kamera sagt zwar, es ist sehr überbelichtet, aber wir probieren es jetzt einfach mal und schauen uns das Foto dann mal an. Also ich wähle jetzt diese Einstellungen hier mit F8 und ein 1/30, ISO auf 200, so niedrig wie es geht. Jetzt schieße ich mal ein Foto. Ja, das war mit Zeitverzögerung, die kann ich mal kurz ausmachen, die braucht man nicht, wenn wir es vom Handy aus bedienen. So, schauen wir uns das Foto mal an. Und das sieht doch eigentlich schon ganz ordentlich aus. Also wenn ihr mit weißem Hintergrund fotografiert, versucht so zu fotografieren, dass nichts ausbrennt. Ja, das sieht man jetzt hier in der Image-App, sehe ich gerade gar nicht, das ist ein bisschen blöd. Ich richte mich eigentlich immer hier nach dem Histogramm.
Da seht ihr rechts die hellen Stellen im Bild. Ich kann es euch danach nochmal als Foto oder so einblenden. Da seht ihr auf jeden Fall rechts die hellen Stellen im Bild und links die tiefen. Und das Ziel beim weißen Hintergrund ist es ganz einfach, das so zu belichten, dass der Peak, wo das weiß ist, also das ist in dem Fall wirklich ein Peak, weil sehr viel in eurem Bild weiß sein wird, so weit wie möglich rechts ist, ohne dass er aber rechts anstößt. Wenn es rechts anstößen wird, dann wird es zu hell werden, dann wird das Ganze ausbrennen. Das wollt ihr aber nicht haben, weil ihr sonst in der Bearbeitung später Probleme bekommen könnt und allgemein ausbrennen ist nie gut. Also ihr versucht es möglichst weit rechts hinzubekommen, euer Diagramm, ohne dass es rechts anstößt. Und dann habt ihr eigentlich für Weiß schon optimal belichtet. Das ist eigentlich alles, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr in RAW fotografiert, habt ihr dann noch ein bisschen mehr Spiel als nur als JPEG, aber auch wenn ihr nur als JPEG fotografiert, versucht einfach, euch nach dem Histogramm zu richten und das so weit es geht nach rechts zu schieben, ohne dass es rechts wirklich anstößt. Dann seid ihr eigentlich mit Weiß, könnt ihr nichts verkehrt machen, bekommt ihr immer ein optimales Ergebnis. So, während die Kamera aus war, habe ich jetzt schon mal den Hintergrund ausgetauscht. Das ist jetzt der graue. Ansonsten von den Einstellungen und so habe ich an der Kamera nichts verändert. Ihr seht es aber schon, der graue Hintergrund ist dem weißen Hintergrund eigentlich ziemlich ähnlich. Er hat nur einen Unterschied im Prinzip. Man sieht, dass, also bei dem weißen Hintergrund war das Objekt dann sozusagen komplett freigestellt und es ist im Nichts geschwebt. Bei dem grauen Hintergrund sieht man jetzt so einen leichten Schatten und man sieht jetzt, dass das Objekt irgendwo drin steht. Man nimmt aber das Grau trotzdem als weiß her. Weil wenn ich jetzt die Kamera, ich kann das ja mal machen, so einstellen würde, dass das Grau auch grau wird, dann haben wir gleichzeitig natürlich das Problem, dass unser Objekt dunkler wird. Und wir wollen natürlich, dass unser Objekt trotzdem optimal beleuchtet ist. Das heißt, wenn wir uns da rantasten, dann müssen wir sogar noch ein bisschen heller gehen, dass hier unser Objekt schön beleuchtet ist, also richtig beleuchtet ist, richtig belichtet, dann wird unser Grau automatisch schon so in Richtung Weiß gehen. Also es ist so ein sehr heller Grauton, aber es ist eben nicht wie gerade, dass es nicht im Nichts ist, sondern wir haben einfach unser Objekt in einem neutralen Hintergrund. Und genau das ist eigentlich, was Grau macht. Ihr belichtet hier zwar auch eventuell ein bisschen über oder ziemlich sicher etwas über, aber nicht so, dass es nahe am Ausbrennen ist wie gerade. Also ihr habt hier schon einen relativ normalen Grauwert. Und ja, mehr ist dabei eigentlich nicht. Ja, jetzt habe ich wieder auf einen anderen Hintergrund gewechselt, nämlich auf einen farbigen. Der orange verhält sich im Prinzip genauso wie der blaue oder auch jeder andere farbige Hintergrund, weshalb ich das jetzt einfach nur am orangen erkläre und ihr könnt es eins zu eins auch auf den blauen übertragen. Also im Prinzip ist es ganz ähnlich wie beim grauen eben auch. Ihr konzentriert euch einfach wieder auf das Objekt in der Mitte und achtet darauf, dass wenn das richtig belichtet ist, euer Hintergrund nicht ausbrennt, was er aber eigentlich nicht sollte, wenn euer Objekt in der Mitte korrekt belichtet ist. Ihr seht schon gerade vom Grauen, wenn ich die Einstellungen übernehme, das sieht gleich schon relativ gut aus. Ich werde es wahrscheinlich jetzt hier mal noch einen Ticken dunkler machen. Übrigens, die Helligkeit passe ich immer an, indem ich nur die Verschlusszeit verändere. Die Blende, die lasse ich konstant immer auf 8, damit ich eine schöne Schärfe drin habe. Und ich habe auf manuell fokussiert und das habe ich am Anfang vorfokussiert, das lange ich auch nicht an. Ich ändere hier wirklich nur die Verschlusszeit. Ja, das Objekt. Ich glaube, mit dem 20. dürfte es hier ganz gut passen. Normal solltet ihr euch immer auf jeden Fall am Histogramm orientieren. Wie gesagt, dass auf keinen Fall die Höhen irgendwie ausbrennen, irgendwo rechts anstoßen. Und wenn ihr in RAW fotografiert und euch das jetzt am Display von der Kamera nicht ganz klar ist, wie ihr das genau einstellen sollt, am Computer erkennt ihr das dann viel besser und habt im RAW dann genügend Spielraum auf jeden Fall noch, um das dann irgendwie anzupassen. Ja, dann gucke ich mal an, ob das so passt. Und ein Foto. Und ja, gibt es eigentlich auch nicht viel verkehrt zu machen. Ich kann dann, wenn ich will, später in der Bearbeitung natürlich die Sättigung von den Orangetönen noch raufziehen, um halt den Hintergrund nochmal zu verstärken. Aber im Allgemeinen würde ich bei dem Set sowieso mehr empfehlen, mit dem weißen oder dem grauen Hintergrund zu arbeiten, da mein Gefühl nach hier die Farben nicht so gut rüberkommen wie eben der weiße und der graue Hintergrund. Und dann kommen wir jetzt gleich nochmal zum letzten Hintergrund, zum schwarzen. Und anders als es vielleicht zu vermuten wäre, werdet ihr mit dem schwarzen Hintergrund auch nie so richtig hundertprozentiges Schwarz hinbekommen. Ihr habt da mehr so einen Glanzeffekt, wie ihr ihn hier schon sehen könnt. Weil wir haben das gleiche Problem wie gerade eben auch, oder was heißt Problem? Wir können das nicht dunkler machen, sobald wir es dunkler machen, um den Hintergrund schwarz zu bekommen, wird natürlich auch unser Objekt wieder dunkler. Das heißt, die Belichtung ist eigentlich bis auf weiß bei so ziemlich allen Hintergründen ungefähr gleich. Wir wollen ja immer, dass unser Objekt richtig belichtet ist.
beziehungsweise das Bombenbeweisen auch. Unser Objekt soll prinzipiell immer der maßgebliche Grund sein für die Belichtung. Wir richten die Belichtung also immer nach unserem Objekt. Und da das hier auch ungefähr so ein Fünfzehntel, Zwanzigstel, wahrscheinlich eher ein Fünfzehntel ist, wird unser Schwarz ganz einfach nie schwarz werden, weil es ist einfach unmöglich, in der Fotografie schwarz zu bekommen, also wirklich reines Schwarz zu bekommen, erreicht man nur dann, wenn man kein Licht hat. Jetzt haben wir in unserem Lichtzelt aber eben genau das, eine Menge Licht. Und allein das ist schon der Grund, warum wir da nie schwarz hinbekommen werden. Das heißt, wir bekommen da eher so einen Glanzeffekt. Das ist vielleicht bei manchen Produkten, gerade vielleicht bei schwarzen Produkten, eine ganz coole Sache und so ein cooler Effekt. Ich würde ihn jetzt nicht zu viel verwenden, aber so ab und zu für manche Produkte bietet sich der schwarze Hintergrund eben durch diesen metallenen Effekt auch wirklich gut an. Ja, aber wirkliches Schwarz werdet ihr, egal mit welcher Belichtung, eben nicht hinbekommen, wenn ihr gleichzeitig natürlich wollt, dass euer Objekt richtig belichtet ist. Also wie ihr seht, von den Einstellungen her nehmen sich die ganzen verschiedenen Hintergründe eigentlich nicht viel. Vielleicht beim Weiß ein bisschen Ticken heller belichten, da könnt ihr wirklich nach dem Histogramm gehen und ansonsten einfach immer gucken, dass euer Objekt in der Mitte schön beleuchtet ist, gleichmäßig. Und dann wird sich der Hintergrund sowieso immer ergeben und es ist eigentlich wirklich überhaupt nicht viel dabei, das richtig einzustellen. Wichtig ist einfach, dass die Kamera im manuellen Modus ist. So, jetzt wisst ihr also, was ihr dabei beachten müsst und wie ihr die verschiedenen Hintergründe so mit einer Spiegelreflexkamera oder irgendwas in der Richtung belichten müsst bzw. fotografieren müsst. Jetzt werden sich einige von euch vielleicht fragen, wie das mit dem Smartphone ausschaut, ob man da auch professionelle Ergebnisse oder professionell aussehende Ergebnisse erzielen kann. Und ja, das geht schon. Man hat natürlich leichte Abstriche und man muss ein bisschen mehr rumprobieren. Aber das einzige Problem, was ihr mit dem Smartphone eigentlich habt, ist, dass Smartphones normalerweise eine sehr weitwinklige Kamera haben. Das heißt, ihr müsst ganz einfach näher hingehen und habt das am Anfang schon angesprochene Problem, dass ihr rechts und links die Seitenwände mit oben habt. Das heißt, ihr könnt einfach dann später hingehen und zum Beispiel das Bild zuschneiden, dann ist das Ganze kein Problem. Oder ihr akzeptiert einfach, dass rechts und links halt der Rand zu sehen ist und wenn es euch nicht stört, könnt ihr es natürlich auch so verwenden. Wenn ihr eins von diesen neueren Smartphones habt, die allerdings verschiedene Kameras mit an Bord haben, würde ich euch empfehlen, da einfach die Telebrennweite zu verwenden, also die reingezoomte Variante sozusagen und damit das Bild dann aufzunehmen. Natürlich erreicht ihr damit jetzt nicht die äquivalenten Ergebnisse wie mit einer größeren Kamera, allerdings sollten so für den normalen Alltag die Ergebnisse auch vollkommen ausreichen. Also wer jetzt keine enorm hohen Ansprüche hat, könnte auch eigentlich mit dem Smartphone da sehr gute Ergebnisse erzielen. Wer einfach und mit wenigen Mitteln professionell aussehende Produktfotos machen möchte, zum Beispiel für eBay oder irgendwas in die Richtung, der ist mit einem solchen Set hier mit so einem Lichtzelt sehr gut beraten. Man muss sich jetzt nicht mega gut mit Fotografie auskennen und kann auch schon mit dem Smartphone wirklich gute Ergebnisse erzielen. Also wenn ihr nach etwas Ausschau haltet, das es euch ermöglicht, sehr schnell und einfach Produktfotos auch mit etwas weniger fotografischem Wissen zu machen, dann seid ihr mit einem solchen Lichtzelt, würde ich sagen, wirklich sehr gut bedient. Falls ihr noch irgendeine Frage zu diesem Produkt hier oder allgemein zum Fotografieren mit einem Lichtzelt habt, dann könnt ihr mir die Frage unten gerne in die Kommentare stellen und ich werde euch dort dann versuchen, die Frage auf jeden Fall zu beantworten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt hier noch ein Video zu einem Fotostudio-Set anschauen und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut und Servus!